euch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play am Freitagabend. Wir spielen heute ein kleines Horrorspiel. Paranorm. Sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dem einen oder anderen was sagt, aber mir hat es noch nichts gesagt. Ja doch, mir hat es auch was gesagt, aber ich habe es noch nicht voll gespielt. Das heißt, das hier wird jetzt eine Art Blind-Aufnahme. Ich werde das jetzt mal testen. Wenn es mir gefällt, kommen natürlich mehr Folgen raus. Da scheppert schon an der Tür. Und die werden dann immer freitags rauskommen, weil ich jetzt angefangen habe, das am Freitag aufzunehmen, deswegen gewöhnt euch schon mal dran. Ich habe hier übrigens eine Lampe, ja, die leuchtet mein Gesicht hier, glaube ich, so halb an und dadurch gibt das hier noch so ein besonderes, auf jeden Fall hocke ich in meinem verdunkelten Zimmer und ich bin jetzt bereit, mich erschrecken zu lassen. Ich hoffe, ihr feiert das, ich werde es wahrscheinlich nicht so feiern. Ich habe mir extra dafür eine Facecam besorgt, damit ihr auch... Okay, was auch immer. Damit ihr auch nichts verpasst, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Einstellungen habe ich schon so hingebastelt, dass es einigermaßen passt. Jo, let's get started, würde ich sagen, oder? Paranormals, what is your quest? What is your favorite color? Keine Ahnung, meine Lieblingsfarbe ist, glaube ich, grün oder so. Ja, egal. Was wollen wir denn? Full recording, quick recording, machen wir doch einfach mal Full Recording. Oder? Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Okay, hauen wir mal rein, oder? It's Friday, July 1st, 2011. Hello, my name is Mattel Clark. I'm an artist, and I've come to believe that my house is haunted. Lately, things have been going bump in the night. A lot. So, I've set up cameras around my studio, and I've got one here, and I've started recording things to try and prove to people that I'm not going crazy. This is the studio. This is where the magic happens. Don't mind the posing mannequins. I pick those up at Amazon. They help me visualize the 3D space when I'm working on my sculptures. There's some works in progress over there on the mat. Hopefully something will happen here in a second. Really trying to show that this is real and that I'm not trying to get famous on the internet. Yeah, yeah. Okay, ja, was haben wir hier denn? Wir haben eine Akku-Anzeige und können jetzt laufen. Wir nehmen das Ganze anscheinend mit einer Kamera auf. Was dieses schwarze Ding hier sein könnte, ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, was wir hier genau machen. Das ist schon etwas nervig hier. Gehen wir doch einfach mal hier dann. Was ist denn das eigentlich für ein Kackspasti, ganz ehrlich, dass sich solche dämlichen Figuren zusammenstellt? Die habe ich schon als Kunst nicht gemocht. Ja, das hast du hoffentlich jetzt nicht zu mir gesagt, weil da hätte ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Auch um noch auf diese Teile hier zurückzukommen, die hat mein Kunstlehrer schon mal aufgestellt gehabt. Und ich hatte nicht wirklich nie Talent für Kunst, weswegen... Weswegen ich die nicht so wirklich nie gemocht habe. Die ist schon mal recht angenehm. Das ist ja schon mal gar nicht alt. Das Auto fährt oder blinkt. Eine leicht beruhigende Musik spielt hier. Oh, welch ein gut designtes Auto. Wobei ich glaube, dass das Spiel nicht unbedingt Wert auf die Autos oder so legt, sondern eher auf so kleine Schreckmomente. Oh Gott, mir kribbelt es jetzt schon ein bisschen. Ich hasse Horrorspiele. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, unsere Scheiße. Scheiße geht hier aus. Und unsere scheiß Kamera wackelt hier im Weg rum. Da war schon wieder ein Geräusch. Oh Gott, ist das Licht gerade angegangen? Nee.
Okay, dann würde ich sagen, laufen wir mal. Was war das? Okay. Wir laufen jetzt einfach mal diese Treppe hier hoch. Hier ist das Studio. Das Licht flackert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was geschieht? Oh Gott. Was geht hier ab? Oh Gott. Oh Gott. Was ist da? Batteries are getting low. I better charge it when I go to bed tonight. Ja, aber ich will nicht ins Bett gehen. Ich habe hier ein bisschen meine Probleme. Die Musik macht Bumm. Oh Gott, da liegt was. Was ist das? Was zum Fick? Okay, wir haben schon mal ins Bett geschafft. Das ist jetzt schon mal gar nicht schlecht für den Anfang. Oh Gott. Ich hasse Spiele, in denen überall alles dunkel ist und Geräusche und... Was warte ich denn hier jetzt eigentlich? Juli 2011. Wie kann der Typ da noch schlafen? Ich hätte mir in die Hosen gekackt in dem Haus. Da liegt ein Hund. Okay, Bedroom. Okay. Oh. Ah! Okay. Okay, also zum Scheißen muss ich jetzt schon mal nicht. Kann ich das übrigens? Warum wackle ich so? Warum habe ich kein Spiegelbild? Bin ich etwa ein Vampir? Dieses schwarze Etwas vor mir geht mir noch ein bisschen auf die Eier. Hilfe. Ich hoffe, das bekomme ich noch raus, irgendwie in der nächsten Aufnahme. Will mal dieses Musikdingens aufhören. Will mal dieses Etwas, was mich da hier überall hin verfolgt, aufhören, Dinge durch die Gegend zu schmeißen. Mal. Moment. Ah! 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 Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Oh mein. Oh mein fucking Gott. Boah. Warum wacke ich eigentlich so? Oh mein fucking Gott. Kann ich mich hier einfach wieder das scheiß Bett legen?
Ich hoffe jetzt vielleicht ein bisschen mit offenem Mund da. Das liegt daran, dass ich hier kein allzu großes Vertrauen in meine Sicherheit habe. Küche. Ja. Was ist hier los? Küche. Also ich versuche jetzt mal hier ein Gespräch anzufangen, weil ich keinen Bock habe, mich hier so ewig in die Geräusche zu vertiefen. Warum summt das hier alles so laut? Kühlschrank. Kühlschrank geht nicht auf. Ja, also in der Küche isst man doch normalerweise. Oh Gott. Okay, ich kann hier auf C. Hey! Kumpel! Was ist gerade passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich pack das hier gerade überhaupt nicht. Mit meiner scheiß Kamera, durch die ich absolut fast nicht sehe. Bett, Bett. Oh. Immer wieder dieses. Oh. Nein, lasst mich bloß in Ruhe. Oh mein Gott. Also das erste, was ich nicht machen wollte, ist schon passiert, Leute. Ich habe schon zum ersten Mal hier richtig rumgeschrien. Boah, tut mir leid. Uah. Dieses Spiel ist wie ein Albtraum. Okay. Aber wenn er sich hier mal umdreht und da steht irgendwas vor ihm, ich glaube, dann würde ich sterben. Kann ich auch gleich nochmal schlafen legen? Nein. Ich muss erstmal wieder meine Kamera aufbrauchen und dafür muss ich durch dieses richtig vertrauenserweckende Haus laufen. Oh Gott, das ist schon wieder ausgegangen. Oder? Nein, das ist schon wieder dieses scheiß behinderte Kackding. Gucken, ob das hier irgendwie anders geht. Fullscreen, da, Dynamik schnell, bla. Toggle Camera Shake. Passiert jetzt irgendwas? Man weiß es nicht, dann machen wir doch gleich mal weiter mit unserem verbuggten Kamera etwas hier. Und machen die Tür zu, weil ich keinen Bock habe, auf was auch immer sich dahinter befindet. Drück mal ein paar Knöpfe. Zu! Was ist das denn eigentlich für die Reagenzgläser? Mach die scheiß Tür wieder zu. Okay. August 11th, 1984. I'm not alone in this house. I can feel Marcus watching. He knows about Jeremy, he knows about the baby. I'd never been a religious woman, but I need Christ right now more than ever. August 23rd, 1984. I woke up this morning only to find Jeremy dead in the bathtub. The water was red with blood. Marcus did this. He killed his own brother. My only reason for living is the baby within my womb. September 2nd, 1984. The lights keep flickering. The banging noises won't let up. The doors keep slamming. Marcus is angry. September 7th, 1984. I wish he would kill me already. Kill the baby. I don't even care. Just stop the pain. I hate him. I hate you, Marcus. I hate you. What the hell was going on in here? Das würde mich aber auch mal interessieren. Ich meine, also so wie ich das jetzt verstanden habe, gab es hier Leute, die sich gegenseitig umgebracht haben.
Und seitdem ist das Haus verwunschen. Einer wünscht sich, dass er gestorben wäre. Und anscheinend gibt es hier einen Psycho-Spacken, der von allen gehasst wird. Und sein Name ist Markus. Okay, also es gibt die Sendung Alle hassen Chris. Chris? Seit jetzt gibt es die Sendung. Nein, ich bin nicht da. Seit jetzt gibt es die Sendung Alle hassen Markus. Und ich hasse dieses Spiel. So. Ja, dann. August 11th, 1984. Geh weg! Oh, das war der falsche Knopf. Warum geht die scheiß Tür immer auf? Jetzt mal ganz ohne Spaß. Warum klopft es hier immer irgendwo? Warum liegt hier denn verkackter Hund? Also Leute, ich weiß ja nicht, aber gut. Renn, 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 renn. Tür auf. Auf. Raus, 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 raus. Oh nein, das Licht flackert schon wieder. Lasst mich in Ruhe. Okay, Leute. Mir stehen die Haare, die Nackenhaare, gerade senkrecht. Falls das jetzt einen interessiert, aber das ist jetzt gerade ein sehr genialer Zeitpunkt. Ich möchte sagen, dass ich die Aufnahme fürs erste beende. Wir machen dort nächste Woche weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann auch nicht mehr am Abend, weil sonst pisse ich mir noch in die Hose. Ich kann das Spiel wärmstens weiterempfehlen. Ja, und ich muss jetzt schnell Schluss machen, bevor meine Kamera im Arsch geht. Also, bis dann, haut raus, euer Förster. Ciao.